schnell. Hallo. Schön, dass es dir gut geht. Ich kann sehen, dass du im Bliss warst. Ich wollte dich warnen. Hoffentlich war das, was du von Joseph bekommen hast, das wert. Rush ist weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Er wollte Informationen beschaffen, aber er ist nie zurückgekommen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Bitte, geh ihn im County suchen. Ich passe auf die Leute hier auf. Sei vorsichtig. Spar dir den Atem. Sieh sie dir an, Häschen. Die Tür wird sich nicht von allein öffnen. Danke. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Das ist das Ende. Oh Gott. Ihr dachtet, ihr könnt hier den Dicken markieren? Ihr dachtet, ihr könnt uns in den Schatten stellen? Und jetzt seht euch an. Du bist meine Rettung.
Danke für die Rettung. Jetzt nicht ab. Steht es denn um dein Gedächtnis? Du wirst es nämlich gleich gut gebrauchen können. Ich liebe gute Rätsel. Das war's. Es ist aus. Es ist alles aus. Los durch. Ich wollte auf keinen Fall hungrig sterben. Mach sie nicht wütend. Danke. Du hast mich gerettet. Einfach immer noch mehr aus ihm rausquetschen, bis kaum noch was übrig ist. Angst lebt, statt zusammenzuschweißen. Wer Angst vor den Zwillingen hat, verliert. Das ist das Ende. All dieser Schmerz, hört hier auf. Wir haben es doch gesagt. Die einzige Währung, die in dieser Welt etwas wert ist, ist Macht. Und du denkst, du hättest so viel davon? Weißt du, es ist egal, was du tust. Es ist egal, wie sehr du dich anstrengst. Du hast keine Kontrolle über den Ausgang. Mach genau, was wir sagen, oder Rush wird sterben. Komm rein zu uns, Häschen. Lass deine Waffen draußen. Du hast hier nichts mehr zu sagen. Verschwinde hier! Hau ab! Das kommt mir sehr bekannt vor. Als hätten wir das schon mal erlebt. Entspann dich. Bleib doch noch. Komm schon. Du warst bis jetzt so gut. Sieh dir das an. Siehst du, wie leicht es sein kann, mit dir klarzukommen? Ich wollte, dass du das verstehst. Ich wollte, dass du einsiehst, dass es anders hätte enden können, wenn du auf uns gehört hättest und gegangen wärst. Doch du hast den Stock gewählt. Hier ist er. Es wird ewig dauern, diese Hoffnung und Träume von meinen Stiefeln zu kratzen. Ach, weißt du, bevor du hier aufgetaucht bist, lief einfach alles verdammt großartig! Dann kommst du hierher mit deinem schicken Zug und deinen schicken Leuten und versuchst diesen Ort in etwas zu verwandeln, was er niemals sein wird. Und als
Als wir vernünftig sein wollten, musstest du ja unbedingt ins Wespennest stechen. Nur weil du dachtest, es gäbe Hoffnung für die Zukunft. Es gibt keine Hoffnung für dich. Keine Zukunft. Für niemand. Louise, ihr müsst mir jetzt gut zuhören. Warum? Du kommst doch nicht mit. Ich habe keine Wahl. Euer Vater... Daddy sagt, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. So einfach ist das nicht. Doch ist es. Ich muss los, Mom. Dad's da. Michelle? Ihr beiden müsst aufeinander aufpassen. Weil euer Vater das nicht tun wird. Er hat immer große Pläne, aber alles, was er tut, endet nur in Gewalt. Dad löst Probleme. Er verursacht sie. Er geht über Leichen und interessiert sich einen Dreck für die, die unter ihm leiden. Werdet nicht wie er. Versprecht mir, dass ihr nicht werdet wie er. Klar, Mom. Lass gut sein. Du hast es gesehen, oder? Wie der einen auf Halt gemacht hat? Alles war normal, bis er nach Norden gegangen ist. Es ist höchste Zeit, dass wir diesem Freak ein paar Fragen stellen. Rush, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich in den Zug gestiegen bin. Dass ich dich nach Hope County gebracht habe. Wir werden dich nie vergessen. Du hast viel für uns riskiert und es hat dich dein Leben gekostet. Das ist meine Schuld. Rush, ich schwöre dir, wir machen dich stolz. Er war ein guter Mann. Selbstlos. Und du... Du hast getan, was du konntest. Die beschissenen Zwillinge sind uns immer einen Schritt voraus. Wir müssen das anders angehen. Ich sehe nach Carmina. Wenn du wissen willst, was mir vorschwebt, komm einfach zu mir.
Können wir reden? Lass ich nur das Feuer weiterbrennen, während ich schlafe. Ich hasse es, in der Kälte aufzuwachen. Rushs Tod hat uns alle schwer getroffen. Aber wir dürfen nicht aufgeben. So sehr ich die Idee auch gehasst habe, mit Joseph zu verhandeln, muss ich doch zugeben, durch die Angriffe von New Eden haben wir eine Chance, die Highwaymen zu überrumpeln. Hast du nicht so einen verrückten kleinen Scheißer namens Irvin kennengelernt? Wenn er den Zwillingen so nahe steht, wie er behauptet, ist er vielleicht unser Ticket da rein. My sister, won't you come with me?